Einen schönen guten Abend, ihr Lieben, beziehungsweise für euch wahrscheinlich guten Morgen an diesem schönen Mittsommerabend für mich hier im Spiel. Ja, wie gesagt, an der Kleidung seht ihr es. Ich habe heute einfach mal Darkspell gesattelt. Wir haben Buffy mit dabei und ich möchte euch einfach mal mitnehmen auf einen schönen Abendspaziergang. Und ja, einfach um dieses kleine Sondervideo hier zu machen, extra für euch, um einfach mal Dankeschön zu sagen, denn ich habe geguckt und habe festgestellt, dass ich mittlerweile weit über 300 Videos aufgenommen habe und ja auch inzwischen schon tatsächlich 70 Abonnenten habe, was ganz bestimmt jetzt nicht unbedingt für manche vielleicht nicht unbedingt wäre, ein Video zu machen, für mich aber schon, da ich damals, als ich angefangen hatte, überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass ich A, so viele Leute erreiche, die Spaß dran haben, meine Videos zu gucken, zumal ich es ja nur hobbymäßig mache. Und ich auch nicht davon ausgegangen bin, dass ich da so einen Spaß dran bekomme, wie ich es zurzeit habe. Und deshalb hatte ich mir einfach gedacht, okay, ich mache auch mal ein kleines Sondervideo, auch wenn ich noch nicht die 100 Abonnenten voll habe und wie gesagt, nicht weiß, ob ich das jemals irgendwie erreiche. Ich gehe ja jetzt einfach auch nicht unbedingt davon aus, das soll jetzt auch nicht irgendwie unbedingt ein Werbevideo sein. Das ist einfach mal ein kleines Feedback an euch, die ihr alle immer schön meine Videos guckt und... Ja, ich habe im Moment halt leider sehr, sehr wenig Zeit. Ich hatte mir eigentlich überlegt, irgendein Special zu machen zu einer runden Zahl. Ich glaube, inzwischen sind es, glaube ich, 366 Videos, die ich gemacht habe. Und ja, ich glaube, ich wollte schon bei der 300. oder so, hatte ich mir eigentlich persönlich vorgenommen, irgendwas Besonderes zu machen. Was weiß ich, vielleicht so Ausschnitte aus den Videos, die ich jetzt persönlich am lustigsten fand oder wo ich auch ein Feedback schon zu bekommen hatte von einigen von euch, die das witzig fanden, da nochmal so einen Zusammenschnitt zu machen. Aber es tut mir super, super leid, Leute. Ich habe im Moment wirklich, wirklich gar keine Zeit dafür. Und ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Wie gesagt, aber ich lebe da nicht von. Ne? Ich mache das wirklich aus Spaß. Ich verdiene da 0 Cent dran. Also gar nichts. Ne? Und weiß auch nicht, ob sich das irgendwann mal ändert. Gibt ja die unmöglichsten Sachen, aber zurzeit ist es wirklich so, ich verdiene da nichts. Es ist reines Hobby und ich habe im Moment wirklich super wenig Freizeit. Ne? Einfach aufgrund dessen, weil ich eigentlich einen Hauptjob habe, der mir auch super viel Spaß macht und ja, der nimmt aber natürlich auch Zeit in Anspruch und ich habe halt auch noch so nebenher ziemlich viel zu tun, sodass wirklich oftmals fast gar keine Zeit überbleibt. Und dadurch, dass ich euch das aber versprochen habe, natürlich hier diese Story auch bis zum Ende zu machen, ne, so lange, dass die Technik hier hergibt, mache ich das auch. Das wisst ihr ja, also wenn ihr wirklich von Anfang an dabei seid, dann wisst ihr, dass das, was ich sage, auch zutrifft. Und das ist halt auch mit der Grund, was ich auch mehrfach wiederholt habe, warum ich hier manche Sachen im Vorfeld filme, ne, damit ihr wirklich regelmäßig die Videos bekommt. Denn wenn ich hier jeden Tag Videos aufnehmen müsste, so wie ich es eine Zeit lang wirklich gemacht hatte, das würde ich zurzeit absolut nicht schaffen. Na, und so versuche ich halt lieber die Sachen im Vorfeld aufzunehmen, hat dann die Folge, dass ihr dann wesentlich später ein Video seht und wo vielleicht noch Feste stattfinden hier im Spiel, die schon längst vorbei sind. Ne? Aber immerhin habt ihr es komplett. Na, und für alle Nachfolgenden, die das sich vielleicht mal angucken, im Nachhinein weiß man sowieso nicht mehr, wann das gewesen ist. So, das ist das eine. Wie gesagt, wir sind hier im wunderschönen Epona und das Pferd heißt Dark Spell, wie ihr unschwer erkennen könnt. Mein Lusitano, den ich eigentlich immer ganz gerne reite, den ihr aber jetzt noch nicht in den offiziellen Let's Plays-Folgen von mir großartig gesehen habt. Aber der kommt dann noch später. Wie gesagt, gefilmt habe ich schon. Es ist halt nur noch nicht hochgeladen bzw. freigegeben, wie auch immer man das sieht. Und jetzt nähern wir uns hier erstmal der Sumpflandschaft. Ich finde es hier übrigens super, super schön. Das ist ein echt gelungenes Gebiet. Und was mich ja hier am meisten überrascht hatte, war der Regen. Denn hier schien es Wetter zu geben. Ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt so bleibt oder ob das einfach im Zusammenhang mit einer bestimmten Questreihe stand. Das kann ich euch leider nicht sagen. Und ja, wir werden sehen, ne? Jetzt müssen wir erstmal den Bogen machen. Jetzt bin ich wieder irgendwo vorgeritten. Und wir werden auch sehen, wie lange die Geschichte noch weitergeht. Immerhin sind wir mittlerweile Level 18. Wie gesagt, als ich damals angefangen hatte, hätte ich nicht gedacht, dass das solche Formen annimmt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwann, ja, hier mal irgendwie mit einem anderen Club weitermache, als wie mit dem ich eigentlich angefangen hatte damals.
Ja, und dass sich die Dinge so entwickeln, wie sie sich entwickelt haben. Das sind ja immerhin ein paar Monate, die wir hier zusammen vielleicht schon das Ganze betreiben. Und wie gesagt, deshalb einfach an dieser Stelle ein kleines Dankeschön an euch alle, die ihr mich dabei unterstützt habt bisher, ne? Und die mir das überhaupt ermöglicht hatten, das hier so machen zu können. Auch an die Leute, die mich damals, oder besser gesagt, die Person, die mich damals beraten hat, hier zu meinem PC, ne, diejenige, welche weiß, wer gemeint ist, sofern sie das guckt. Denn ohne dem wäre das überhaupt gar nicht gegangen. Ne? Und ja, möchte ich einfach mal an der Stelle auch da einfach nochmal ein herzliches Dankeschön sagen. Ja, und dann haben wir hier allerdings, ja, ich bin technisch nicht die Bewandertste, sagen wir es mal so. Ich habe hier nicht die, trotz alledem, trotz dass ich einen guten, super guten Rechner habe, dank super guter Beratung, habe ich aber jetzt nicht, trotzdem immer noch nicht das perfekte Equipment, sodass ihr hier teilweise, ich sage jetzt mal so, je nachdem, was ihr für eine Bildschirmauflösung habt, tatsächlich schwarze Balken an den Rändern habt. Das, liebe Leute, würde ich super gerne ändern, kann ich aber zurzeit nicht, da alles, was da angeboten wird in diesem Bereich, man kann halt Videos strecken im Nachgang, wenn das Format nicht stimmt und so, da kann man was abändern. Macht aber das Bild deutlich schlechter und da ich halt nicht diese super hochauflösende Geschichte machen kann, die einige Profi-YouTuber hier haben, ne, die wirklich damit dann auch Geld verdienen und zum Teil auch davon leben, dass die Möglichkeit besteht für mich jetzt hier in dem Moment nicht, kann ich es halt nicht ändern. Ne? Alles andere, das ganze Rumbasteln, das würde halt sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und wie gesagt, ich bin froh, dass ich es jetzt im Moment so hinkriege. Ist also keine böse Absicht. Hat einfach nur diese Bewandtnis, es geht nicht. Ich hoffe, dass ihr damit leben könnt. Wie gesagt, ich kann es nicht ändern zurzeit. Werde auch demnächst noch weniger Zeit haben, da noch so ein paar Veränderungen in meinem Leben anstehen, die nicht zu umgehen sind und die für mich persönlich wichtig sind, damit ich hier überhaupt, ja, damit es für mich so ganz normal weitergeht und so weitergeht, dass ich auch demnächst einfach wieder etwas mehr Zeit habe. Und das heißt ja nichts anderes, als dass, wenn ich mehr Zeit habe, ich vielleicht auch mehr Zeit habe für diese Videos und was sich da sonst noch raus ergibt, ob das von der Qualität her noch besser werden kann, das wird sich alles zeigen. Na, und vielleicht werden dann auch irgendwann diese Balken nicht mehr da sein. Ich weiß es nicht, Leute. Ne, weil ich vielleicht doch mal irgendwann noch ein bisschen hier drin investiere, aber solange das Ganze nur Hobby ist und ich nicht ne, jetzt in irgendeiner Form ja das jetzt beruflich mache, ne, was nicht der Fall ist und was ich auch so nicht wirklich vorhabe, da ich mit meinem Beruf völlig ausgelastet bin, der mir auch super viel Spaß macht. Es wird also eine Form des Hobbys bleiben. Na, vielleicht mit einem minimalen Verdienst, vielleicht mal irgendwann, das ist ja nicht ausgeschlossen, das weiß man sowieso nicht. Wenn nicht, dann eben nicht. Das ist jedenfalls nicht das Ziel. Ich mache es halt aus Spaßvergnügen. Und je nachdem, wie viel Zeit man so über hat und wie viel Geld man vielleicht über hat zum Investieren, werde ich vielleicht in das passende Equipment auch investieren. Und dann werdet ihr mich vielleicht hier mit Celine ohne Balken irgendwann auch mal erleben. Falls das nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Ne? Trotz alledem, wie gesagt, nicht böse sein dafür. Ne? Also, ich mache es nicht mit Absicht. Ja, und jetzt sind wir auch schon eine ganze Weile geritten, ihr Lieben. Es ist auch schon wieder super, super spät und wir sehen wieder den Regen an dieser Stelle. Das meinte ich damit. Ich glaube, das scheint so zu bleiben. Ich weiß es nicht, ob es so bleibt. Ich finde es aber klasse. Ich fände es noch besser, wenn wir bald mal irgendwann Wetter hier hätten. Das wäre so ein Traum von mir. Das fände ich nämlich super, wenn es hier wirklich im Winter schneien würde und wenn wir hier unterschiedliche, ja, Wetter hätten, so wie hier an dieser Stelle. Regen, vielleicht auch mal Hagel. Sturm und solche Sachen. Ich weiß nicht, ob sich das umsetzen lässt. Wir werden sehen. Ich glaube, das ist auch aktuell nicht so, auch auf dem aktuellen Stand nicht. Das wisst ihr vielleicht besser als ich, weil ihr da einfach weiter seid. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt noch weiterhin dabei. Ich kann euch weiterhin für die Videos begeistern. Wie gesagt, mir macht es immer unheimlich viel Spaß, die für euch zu machen. Und mir macht es auch sehr viel Spaß, eure Kommentare zu lesen. Es freut mich immer sehr. Na, und das wollte ich einfach mal persönlich jetzt im Video nochmal sagen. Ne, mit dem kleinen Video hier verbinden. Ja, und in diesem Sinne, wie gesagt, einen schönen Tag noch und ein absolut herzliches Dankeschön an euch, ne, für die, die wirklich die ganze Zeit immer schön fleißig geguckt haben und meine Videos geliked haben und die Abos vergeben haben. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.